Mein Volk wird untergehen an Mangel an Erkenntnis. Knallhart, Leute. Ich hätte auch das Pech haben können, dass ich heute nicht studiere und hin und her. Und aus Mangel aus Erkenntnis untergehen werde. Ich sage nicht, dass ich in den Himmel gehe, aber versteht ihr? Wir müssen den Menschen klar machen, dass sie studieren müssen, wenn sie wirklich in den Himmel wollen. Und gucken, was sie sagen. Und strikt sein müssen, ja? Und den Wille des Vaters tun, ja? An deinen Früchten werde ich dich erkennen. Ist Jesus ein Ex-Jude? Ja? Also was ist ein Heiliger? Ein Heiliger ist versuchen, also wirklich so gut wie möglich das Beste aus dir zu machen. Ja? Ich zum Beispiel, ja, ich flippe aus, wenn ich Menschen sehe. Ich habe jetzt hier eine Freundin vor 3 Wochen, die aus China kommt, hat mir eine Freundesanfrage geschickt, die kennt ihr alle auch. Ich habe ja gesehen, wir haben uns ja alle irgendwie als Freunde in Facebook. Die kennt, was für ein wundervoller Mensch, das ist unfassbar, verheiratet, dies, das. So ein wundervoller Mensch. Oder so viele Geschwister, die eine aus Amerika jetzt, wo ich jetzt auch neu kennengelernt habe, wie die abgehen. Ja? Ich bin davon sogar noch weit entfernt. Ja, ich gebe es ja zu. Das ist der Hammer. Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Wort verkündigen, dies, das, boom, 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 boom. Ja, ich sage nicht, dass ich hier der Beste bin. Nein, darum geht es nicht. Wir sollen versuchen, du fragst ja, was bedeutet ein Heiliger? Versuchen, ja, ich würde am liebsten 24/7 für Gott arbeiten. Ja? Ich denke, ihr auch. Und dann, was passiert? Wir schwächeln wieder. Und dann kommt der Engel und sagt, Junge, du willst doch. Was ist los mit dir? Und dann schickt dir Gott einen Botschafter und sagt, ja? So, ist Jesus ein Ex-Jude, lieber Bruder oder lieber Freund? Ist Jesus ein Ex-Jude? Jesus ist Gott. Da gibt es nicht so viele, so viel oder sonst was. Das Fleisch kommt von David, ja? Weil es in der Bibel steht, nehmen wir das mit rein. Aber sonst eigene Philosophie nehmen wir nicht rein. Jesus ist Gott. Jesus Christus. Das wir nennen Jesus Christus, weil Christus schon erwähnt worden ist, Christus, der Christus ins Fleisch kam, ja, des Fleisches David. Ja. Jesus Christus ist Gott, ja, und kein Ex-Jude. Wir sagen zwar, das Fleisch ist, ja, von David, von den Juden, ja, sagen wir, gerade zum Beispiel auf Argumentationen wie Hitler war doch Christ, wenn Muslime, solche richtige, nicht alle Muslime, ich sage jetzt Muslime, die diesen Satz sagen, nicht, dass hier heißt, alle Muslime. Die Muslime, die sagen, Hitler war Christ, sind die geistig behindertsten Wesen auf diesem Planeten. Denn dann sagt ein Christ, wie denn? Wie kann Hitler Christ gewesen sein, wenn er Juden umgebracht hat? Ja? Abrahamische Religion. Er tötet welche von der abrahamischen Religion, wenn die Christen doch selber von der abrahamischen Religion sind. So mit dieser Aussage tun Muslime, das seht ihr, wie, also die diese Aussage sagen, seht ihr, sehen sich outen, wie geistig behindert sie sind. Denn der Islam ist es, der die zwei anderen abrahamischen Religionen. Islam ist ja angeblich eine abrahamische Religion. Wieso greifen sie dann die abrahamischen Religionen an, Christentum und Judentum? Das sieht jedoch ganz klar, dass sie sich nur eingeschlichen haben in unsere Religion. Ja? Unverschämt. Ja? Und es existiert heute immer noch. Der Islam gehört verboten. Der Islam hat sich, der Mohammed hat sich in unsere Religion reingeschlichen und wir tolerieren das immer noch. Sag mal, wie geistig behindert muss man da sein? Hm? Jetzt mal andersrum auch an uns. Jeder Christ, ja, der den Islam toleriert, ist geistig behindert. Oder ja, und somit würde ich ja einen Bruder, ich sag selber, ein Christ geht einen Christ nie an. Das ist kein Christ. Ein Christ, der den größten Mörder seiner Religion, ja, seines Glaubens, wir sind ja keine Religion, ich nenne es nur so jetzt mal, ja, der den größten Mörder seines Glaubens toleriert, ist gar kein Christ. Er wird untergehen, ja, aus Mangel an Erkenntnis. Ist kein Christ. Du kannst doch nicht sagen, Islam ist eine abrahamische Religion, ich toleriere sie, wenn die 270 Millionen Menschen getötet haben. Mindestens. Das ist kein Christ. Ja? Ist kein Christ, kein Christ. Jeder von euch, der den Islam toleriert, aus Unwissenheit, ja, oder weil er so ein Gefühl hat, das ist doch auch nur eine Religion. Ja?
Ich sage euch, studiert den Islam, meine Lieben. Guckt meine Videos an. Ja? Oder von Christian Prinz, von Amir. Ja? Und dann werdet ihr genau sehen, dass wenn ihr den Islam toleriert, ihr werdet nicht in den Himmel kommen, Leute. Ich sage, tut mir leid. Tut mir leid. Ich tue hier kein Gericht abhalten. Ich tue kein Gericht abhalten. Ja? Der Vater sagt, mischt euch nicht unter ihnen. Der Vater sagt, stoppt euch, klopft euch nicht, stoppt und geht. Er hat schon gesagt, wie ihr euch dazu verhalten sollt. Ich mache hier kein Gericht. Der Vater sagt, wie ihr euch zu diesen Leuten verhalten sollt. Ja? Ihr sollt euch nicht unter ihnen mischen und von da weggehen und euch den Staub abklopfen. Ja? Was heißt das? Wenn ihr da bleibt, ja? Und euch unter ihnen mischt, obwohl, ja? Was passiert dann? Also ist Jesus ein Ex-Jude? Es ist kein Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Der war mal kurz auf der Erde, 33 Jahre, kurz im Fleische, ja. Und tun hier uns zu sehr auf das Fleisch fokussieren. Jesus ist Gott. Wir tun uns zu viel auf das Menschliche fokussieren. Ja, 33 Jahre. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Wir fokussieren uns hier auf das Fleische von Jesus. Wir fokussieren uns auf das Fleische, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Ja, natürlich, das Opferlamm ist. Wie wichtig das ist. Halleluja, Gott sei Dank. Ja, hat er das getan für uns. Ja, Jesus, Dank. Nicht mehr Gott sei Dank. Jesus, Dank. Jesus Christus, Dank. Ja, hast du das für uns getan? Ja, dass wir mir an dich glauben, wir errettet sind, wenn wir den Wille des Vaters tun. So. Laut Bibel gibt es kein Universum. Also ist die Bibel ein Märchenbuch, weil es gibt kein Universum. Schau mal, Dr. Wake up. Ja? Dr. Wake up an. Jesus Christus sagt, ja, und wie ihr seht, liebe Leute, ich sage nie, Paulus sagt, Petrus sagt oder sagt, ja, der wahre Zeuge ist der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und wie ihr seht, nämlich nur Jesus. Nur Jesus, nämlich den Heiligen Geist und den Vater. Ja? Denn die Wörter von Petrus und Paulus um die Ohren schmeißen, wo Jesus doch sagt, wer den Wille des Vaters tut. Wo Jesus doch sagt, ja, erbitte meinen Namen und ich werde euch geben. Ja? Und ihr Katholiken erbittet an Maria und wir beten sie nicht an, wir tun doch nur Bittgebete machen. Für was? Für was machst du Bittgebete an Paulus? An den heiligen Petrus, an heilige Maria Mutter Gottes, an Madonna. Wenn Jesus sagt, bitte in meinen Namen, dann werde ich dir geben. Warum bittest du in einen anderen Namen, Katholik? Jesus ist der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Wenn du dem folgst, ja, werde ich dich in die Wahrheit führen, ja, die du annimmst, die du da annimmst und dich ins ewige Leben führt. Ich bin die Tür zum ewigen Vater. Ja? Was gibt es da anzubitten? Ja, versteht ihr? Ich nehme immer nur Jesus. Nur Jesus. Vater, Sohn, Heiliger Geist, sagt der Psalm, sind die wahren Zeugen. Spart euch den Rest. Spart euch den Rest, dann habt ihr es ganz einfach. Jesus ist Gott und der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist das Wort. Ja? Ja? So. Jesus sagte, ja? Was hast du gesagt? Also, laut Bibel gibt es kein Universum, also ist die Bibel ein Märchenbuch, weil es gibt kein Universum. Gleich mal vorweg. Du bist mir manchmal ein bisschen suspekt. Ich mache aber weiter, wie du siehst, weil das wirklich wichtige Fragen sind. Du bist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen suspekt und das schon von Anfang an. Aber wie gesagt, ich nutze das auch. Ja? Das am Ende, was kommt, auch kommt, mein lieber Freund. Ja? Ich von den Geistesgaben. Ja? Ich habe die Geistesgabe, mein lieber Freund, will ich dir nur sagen. Also am Ende, was kommt, auch kommt. Ja? Ich weiß jetzt schon Bescheid. Mein lieber Bruder oder Freund, ja? Werd Christ, sage ich dir nur, ja? Die Bibel ist kein Märchenbuch.
3200 Prophetien, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, haargenau eingetroffen. Kann kein Märchenbuch sein. Ja? Archäologie, Geologie, wir finden Jahr für Jahr neue Beweise, dass das, wenn in der Bibel steht, wahr ist. Ja? Bei der Bibel ist das so. Ich erkläre das immer so. Ja? Dr. Wake up, easy peasy. Die Bibel, ja, ist, wenn das hier die Bibel ist, ist so viel schon bestätigt in der Wahrheit. Jetzt mal als Beispiel. Und wir finden Jahr für Jahr mehr Wahrheit, mehr Wahrheit, mehr Wahrheit, mehr Wahrheit, mehr Wahrheit. Und das ist die Bibel insgesamt. Ist das nicht unfassbar? Und wie ist es beim Koran? Der Koran ist kleiner als die Bibel? Seltsam, ja. Der Koran ist kleiner als die Bibel. Das ist der Koran. Und vom Koran, was passiert beim Koran gerade? Wir finden immer mehr, dass vom Koran falsch ist, falsch ist, falsch ist, falsch ist, falsch ist, falsch ist, falsch ist. Ja? Wir wissen heute, dass der ganze Koran falsch ist. 70% davon. 51% des Korans handelt von den Ungläubigen. 51 oder 41, Moment. War das 51 oder 41? Ich weiß, dass es 1 war mit 40 oder 5. Gut, sagen wir mal 41, seht ihr, so kann ich nichts falsch sagen, weil 41 war es sicher. 41% des Korans handelt von Ungläubigen. Der Koran spricht 41% von Ungläubigen. Die Ungläubigen, die ist das, ja, aber Christen und Juden sind auch Ungläubige. Ja? Wenn wir es mal ganz genau nehmen. Ja? Das dürfen wir, ja? Und Muslime selbst sind Ungläubige. Eine Sekte der Juden, eine von 71 Sekten der Juden wird in den Himmel gehen. 72 Sekten, eine von 72 Sekten der Christen wird in den Himmel gehen. Und eine Sekte der 73 muslimischen Sekten wird in den Himmel gehen. Also drei Sekten insgesamt werden nur in den Himmel gehen. Ja? Der Rest sind alles Ungläubige, laut Mohammed. Ja? des Korans spricht über Ungläubige, anstatt über, ja, den Menschen zu erklären, wie man leben soll und hin und her und bliblablub und ja, Liebe, guck mal, das Neue Testament bei uns, ja, Prophetien zu beweisen, dass unser Gott Gott ist durch Prophetien und, ach, ja, und jetzt werde ich dir die Antwort darauf geben. Die Bibel erzählt nicht vom Universum, ja, also es ist nur ein Märchenbuch. Gott sagte, Jesus sagte, ja, Jesus sagte, ich könnte euch noch viel mehr deuten, doch ihr seid nicht bereit dazu. Weißt du, was das heißt? Stell dir mal vor, Jesus hätte Petrus, Johannes, Thomas, was weiß ich wem alles, ja, hätte den allen gesagt, es gibt DNA, ja, es gibt noch einen Planet, der heißt Pluto, ja, es gibt noch, wir haben keine Ahnung, wie viele Planeten wir im Moment im Sonnensystem haben, gefunden haben, ich glaube 9, oder, kann das sein? Ja, damals wusste man, glaube ich, von Venus, von Jupiter, gut, ja, weiß ich auch nicht so genau. Und man wusste von ein paar Planeten, ja, das war es aber schon. Von Pluto hatte man heute überhaupt gar keine Ahnung, ja. Man hat es vor kurzem sogar gefunden, dass der Pluto sogar einen Mond hat, ich glaube Pluto, ne, einen Mond hat. Ich erinnere mich, vor Gott hätte das gesagt. Ich sage dir was. Ja? Die Christen damals wurden so gejagt und verfolgt. Die wurden vor Tigern und vor Löwen und vor Gladiatoren geschmissen und umgebracht. Die mussten in Höhlen leben, ja? Um zu überleben. So krass wurden die gejagt. Ich stelle dir mal vor, Petrus wäre auf dem Weg nach Rom und hätte erzählt, ja, unser Gott spricht auch von die so und so viele Planeten, von einer, dass wir in einer Galaxie sind, ja, damals Kopernikus, Michelangelo und so weiter, ja, 13. bzw. 14., 15., 16. Jahrhundert, wo damals ja Alchemie, ja, früher Wissenschaft war ja früher Alchemie, aus der Alchemie entwickelte sich die Wissenschaft, ja, so, und wurde dann immer mehr Wissen, ja, durch Alchemie, es hieß früher Alchemie, dann kam die Wissenschaft. So. Und Alchemie war damals schon Teufelswerkzeug. Lüge, ja? Viel Lüge, Teufelswerkzeug. Na gut, okay. Vieles ist ja auch wahr, aber ist auch okay, gut.
Gott, was Gott will, dass wir wissen sollen, sollen wir auch wissen. Was weit ist, sollen wir auch wissen. Ja? So ist es ja nicht. Die Naturgesetze hat er erschaffen. Ja? Und nicht die Wissenschaftler sagen, wir haben es gefunden und stellen zu sagen, wir haben es erfunden. Die war von Anfang da, es gibt eine gewisse Ordnung. Nicht eins funktioniert nicht mit den anderen. Würde ein Naturgesetz nur 0,000000, würde nur ein Trilliardstel, würde nur ein Trilliardstel Prozent Abweichung eines Naturgesetzes geben, in Mathematik, in Kraft oder ja, Gravitation, Mathematik, was weiß ich, egal was, würde das komplette System auseinanderfallen. Ja? Also, wer hat das Gesetz gemacht, dass eins mit den anderen eins genauso funktioniert? Gott, ja? Wäre die Erde,